Hallo und herzlich willkommen auf Epic GPEC 2024 aus Leipzig. Wir sind bei Etzel Behördenausstatter. Wir sind in Leipzig beim Pierre. Pierre, grüße dich. Martin, hallo, grüß dich. Pierre, schön, dass du dir wieder Zeit nimmst. Hast einen wunderschönen Stand hier aufgebaut, ne? Beziehungsweise deine Leute. Du bist ja einen Tag später angereist und hast hier schon mal die Leute alles machen lassen. Wenn man Chef ist, muss man leider immer alles selber machen normalerweise, ne? Ja. Ihr habt ein paar coole neue Sachen mitgebracht. Und zwar einmal von Pixon, den Soaker. Magst du uns kurz was dazu erzählen? Ja, also super geiles Produkt von Pixon, der Pepper Soaker. Ist jetzt super für den Behördenbereich, 10 Meter Reichweite. Ist also nochmal gesteigerte Reichweite zu den anderen Produkten? Brutal. Die Zivilversion hat, glaube ich, 7 Meter, die Behördenversion bis zu 10. Wir haben ein LED-Licht nochmal mit dran. Oben ist auch eine Anzeige. Das Ganze ist mit einem Motor betrieben. Ja. Und wir haben verschiedene Kartuschen, die man einsetzen kann. 500 Milliliter, ich sag mal, für den Anti-Riot-Einsatz. Ja, am Gürtel einfach dann, ja. Genau, es gibt auch kleine Dosen mit 55, 75 Milliliter. Also es ist im Prinzip für verschiedene Einsatzbereiche was dabei. Und du kannst sogar, glaube ich, es gibt sogar eine Rucksacklösung nochmal, ne? Das ist dann die ganz große Lösung, genau. Wo du wirklich dann ordentlich was mitführen kannst. Finde ich sehr cool. Und vor allem auch vom Design her, denke ich, ist es nochmal ein bisschen deeskalierender, weil es nicht mehr aussieht wie eine Waffe. Ja, genau. Ich glaube, das ist gerade im Behördenbereich nochmal eine wichtige Nummer. Ja, wir haben zwar praktisch den Griff ähnlich wie bei einer Waffe, also das Einsatzmittel liegt richtig gut in der Hand, aber ansonsten ist es, wie du sagst, sehr deeskalierend. Ja, voll cool. Genau. Schauen wir uns auf jeden Fall nochmal im Detail an. Ich lasse mich dann auch mal wieder beschießen bei dir. Sobald das Ding spruchreif ist und bei dir verfügbar, komme ich vorbei und dann machen wir das mal im Detail. Super. Du hast noch was mitgebracht, das schauen wir uns jetzt an. Ich lege das mal kurz beiseite. Jawohl. Genau, wir haben die ATH-Jacke, die war die letzten zwei Jahre ein wahnsinniger Knüller. Ja. Die Frage war jetzt immer wieder mal auch nach einem Kleidungsstück, wenn es nicht ganz so kalt ist. Mhm. Ich sag mal im Sommer, wenn es einfach abends mal so ein bisschen eine laue Nacht ist, einfach was zum Drunterziehen, haben wir jetzt ein Funktions-Langarm-Shirt mit Ripstop-Besatz, dass da, wo die Schutzweste, wenn man sie trägt, drüber, dass da kein Abrieb stattfindet. Ein bisschen ein höherer Kragen, lange Ärmel. Wir haben die Möglichkeit, Hoheitsabzeichen dran zu machen, Stifte. Kunststoffreißverschluss, dass man es unter der Weste tragen kann. Und wir arbeiten auch schon an der Kurzarmversion. Also ähnlich wie ein Combat-Shirt im militärischen Einsatz eben, für den polizeilichen Einsatz nochmal perfekt gelöst. Ja. Genau, wir haben es halt ein bisschen optisch versucht, an klassische Erkennungsmerkmale anzupassen, wie es für eine Uniform typisch ist. Und wir können das auch dann individuell bedrucken oder besticken, wie es der Kunde braucht. Sehr schön, cool. Einen neuen Katalog habt ihr auch draußen. Der ist endlich jetzt fertig, genau, hat lang gebraucht. Kann man bei euch bestellen? Ist der auch online verfügbar? Der ist online zum Runterladen. Man kann ihn online durchblättern oder man kann ihn als Behörde auch kostenlos anfordern. Perfekt. Blenden wir euch hier unten den Link ein zu Etzel Behördenausstatter. Könnt ihr auf die Webseite gehen und dort mal danach schauen. Pierre, vielen Dank für das kurze Interview. Ich wünsche dir noch eine schöne Messe. Hab Spaß. Und wir schauen mal, was es hier noch so zu sehen gibt. Wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.